Mit Vollgas nähert sich Albanien dem Weststandard. Über der Hauptstadt Tirana liegt ein Smogdeckel aus Autoabgasen. Die Folge eines erstaunlichen Phänomens. Europas Armenhaus ist auf dem Weg in Richtung Massenmotorisierung. Etwa eine halbe Million Autos drängeln sich inzwischen auf Albaniens Straßen, davon 300.000 der Marke Mercedes. Allerdings trägt der typische albanische Mercedes-Fahrer weder feinen Zwirn, noch ist er, wie sonst üblich, im etwas gesetzteren Alter. Und noch etwas verwundert bei näherer Betrachtung: deutsche Kennzeichen, die meisten allerdings ungültig. Man zeigt gern, was man hat, aber über die Herkunft der Statussymbole wird nur ungern gesprochen. In Albanien sind 200 Mark im Monat schon ein Spitzengehalt. Da erscheinen die angegebenen Preise für die Nobelkarossen wie von einem anderen Stern. Was haben Sie bezahlt? 1 Million Lek, 14.000 Mark. Und wo haben Sie den Wagen gekauft? In Albanien. Wo haben Sie den gekauft? In Albanien. Mit regulären Papieren? Natürlich, ist doch klar. Doch Papier ist bekanntlich geduldig. Und das weiß man auch in der Polizeidirektion von Tirana. Der Chef der Behörde analysiert die Lage klar und übt sich in Fatalismus. Vermutlich 70% der hier fahrenden Autos wurden im Ausland gestohlen und haben keine ordnungsgemäßen Dokumente. Ich kenne mein Land, ich kenne die Leute. Die haben gar nicht genug Geld, um solche Autos zu regulären Bedingungen zu kaufen. Zum Beispiel, wenn ich einen frage, der so einen teuren Wagen fährt, was hast du dafür bezahlt? Dann antwortet er mir, 12, 15 oder 20.000 Dollar, nicht mehr. Im Hafen von Durres landet die heiße Ware nach der Fahrt von Bari oder Brindisi quer über die Adria. Weder der italienische noch der albanische Zoll sind ernstzunehmende Hindernisse. Zwar wird mit den Fahrern ausländischer Wagen ein imponierender Papierkrieg geführt, aber die von Interpol herausgegebenen Listen gestohlener Fahrzeuge spielen dabei keine Rolle. Fahrgestell oder Motornummer werden sowieso nicht kontrolliert. So kann der Fahrer eines VW-Transporters überhaupt nur ein Fax vorweisen, in dem bestätigt wird, er habe in San Marino den Verlust seiner Autopapiere gemeldet. Dem Zöllner genügt ein kurzer Blick auf dieses durchaus zweifelhafte Dokument, dann will er nur noch den Reisepass sehen. Als nächste Amtshandlung folgt die wohlwollende Überprüfung des Gepäckabteils. Der albanische Zoll. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. So läuft der Handel mit den ausländischen Autos wie geschmiert. Ein Geschäft mit allen Merkmalen des organisierten Verbrechens. Ein Hehler berichtet. Unsere Gruppe bringt nur Autos nach Albanien, die nicht älter sind als ein Jahr. Aber wir stehlen sie nicht, sondern wir sprechen in Deutschland gezielt Leute an, uns ihr Auto für 20 oder 30.000 Mark zu verkaufen. Sie sollen es erst dann als gestohlen melden, wenn der Wagen hier in Albanien in Sicherheit ist. Für die Deutschen ist das absolut risikolos. In Deutschland gibt es eine Mafia, die sich mit nichts anderem beschäftigt, als für uns solche Kandidaten aufzutreiben. Wie auch immer, kaum haben die Autos den sicheren Hafen von Durres erreicht, werden sie zu einem 5 Minuten entfernten und auf dem ganzen Balkan berühmten Hehlermarkt gefahren. Das teure Blech, das hier zu konkurrenzlos günstigen Preisen angeboten wird, kommt vornehmlich aus dunklen Quellen in Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz. Der albanische Markt ist oft nur Durchgangsstation für die heiß begehrten Limousinen. Ein Großteil wird von hier aus weiter verschoben nach Montenegro oder Mazedonien. Gedealt wird in stillem Einvernehmen mit den albanischen Behörden. Neugierige Beobachter aus Deutschland sind jedenfalls unerwünscht. Haut ab, los, verschwindet! Wir wollen doch nur die schönen Autos hier zeigen und vielleicht eins kaufen. Nein, absolut unmöglich. Verschwindet endlich von hier und sofort runter mit der Kamera. Auch der Verkäufer eines Mercedes mit Münchner Kennzeichen legt Wert auf Diskretion. Zu viel Öffentlichkeit könnte geschäftsschädigend sein. Dreh sofort die Kamera weg. Hör auf, das Auto zu filmen. Schluss jetzt.
Näheres Hinsehen offenbart bei einem anderen Schnäppchen den kreativen Umgang mit Selbstklebebuchstaben. So wird das Kennzeichnen mit den Fahrzeugpapieren in Übereinstimmung gebracht. Eine äußerst geschickte Fälschung, die bei diversen Aus- und Einfuhrkontrollen unbemerkt geblieben sein muss. Shkodra in Nordalbanien. Auf diesem Gelände bilden Spezialisten der Westeuropäischen Union, unter ihnen 19 deutsche, albanische Polizisten aus. Hier sollen die neuen Kollegen unter anderem lernen, wie man Autodiebe erkennt und anhält, ohne selbst in Gefahr zu geraten. Der Erfolg ist bescheiden. Mehrfach schon hat die Polizeiführung gewechselt, mit der Folge, dass auch mit dem Unterricht immer wieder von Neuem begonnen werden muss. Und nicht selten haben es die deutschen Ausbilder mit wenig vertrauenswürdigen Partnern zu tun. Wenn mir der Polizeichef gegenüber sitzt, von dem ich weiß, dass dessen Einkommen bei 200 Dollar liegt, wenn ich dann abschätzen kann, dass er Kleidung für mehr als 1000 Dollar trägt, und ich dann noch in Erfahrung bringe, dass er ein relativ teures, neues deutsches Auto fährt, dann werde ich schon sehr, sehr nachdenklich. Gehen Sie davon aus, dass er dieses relativ teure deutsche Auto ehrlich gekauft hat? Er kann eine reiche Frau haben, ich weiß es nicht. Oft genügt ja ein einflussreicher Freund. Und schon fährt auch ein einfacher albanischer Verkehrspolizist standesgemäß im deutschen Luxusauto vor. Mit Geld und guten Beziehungen kann man jetzt auch im ärmsten Land Europas schnell vorankommen. Allen anderen geht es so dreckig wie eh und je.